Jo, was geht ab, Leute? Energize hier und heute habe ich für euch ein scheiß MP3 Gameplay im Hintergrund und sorry, wenn ich jetzt ein bisschen aggressiv gegen den Gameplay, aber dann kommt hier, aber es ist jetzt Montag, ich mach das kommt hier an einem Montag, ja? Um so 4:30 oder so, 4. Und ich habe immer noch keinen scheiß Ghost, fast so viele scheiß Random haben schon Ghost. Und ich krieg jetzt vielleicht endlich wieder mit ganz viel Glück heute Abend noch, aber wenn nicht, dann erst morgen am Release-Tag. Also kompletter Bullshit, also genießt einfach das Gameplay im Hintergrund, ist mit meinem. Ich bin mit einem neuen Account und mit einem neuen Gamer Tag erspielt, X Energy. Das Gameplay, ich komme jetzt ganz kurz zum Gameplay, ist ein M16, das Sword Moab. Ich hatte mit zwei Leuten gezockt, zwei Leute haben Support, ihr könnt jetzt nicht rumheulen. Jeder Support ist und so, okay, da waren schon ein paar Westen, ich werde nicht lügen, aber es waren nur zwei Leute. Ich habe mit M16 ohne Magazinerweiterung gespielt, hab's noch nicht freigeschaltet. Dann habe ich noch irgendwie Marksman gezockt, einfach aus Fun, und zwar auf Dome, also 6 gegen 6, 136 Kills, also kann man lassen, echt actionreich und so. Also auf jeden Fall schöner spielt, ein letztes schönes MW3 Gameplay, bevor Ghost rauskommt, und bla 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 bla. Und ich muss echt damit reden, weil mir geht die Zeit aus und ich bin übelstes angepisst, weil ich keinen Ghost bis jetzt hab. Aber naja, vielleicht kriege ich es ja noch heute Abend so in 2-3 Stunden, mit ganz viel Glück, aber ich kenne ja mein Glück, von daher. Aber nun schnell zu meinem Gamertag. Das ist mein Gamertag. Also ich hatte den Account Super Savage, aber der Account war ein bisschen, der Name war ein bisschen zu lang. Der Name war an sich war ganz cool eigentlich, wie ich finde. Aber ich habe ihn halt umgenannt in X Energy. Kleines X, großes E, kleines N, kleines Z, kleines R, kleines G, kleines Y. Genau so wird er geschrieben. Kein anderer, weil es irgendwie so Mr. Energized sehe, The Energized, I'm Energized, X Energized, X I Energized. Apokalypto, Urges oder sowas, also mit Z hinten, mit anstatt Urgy, irgendwie I'm Energizing oder so. Das sind alles Faker, nicht, dass irgendeiner schreibt, ich habe dich heute in der Lobby gesehen. Nein, ich habe auch keine PS3 und ich habe nur diesen einen Account. Ich werde einen Ghost nur mit diesem Account zocken. Apokalypto Urgy werde ich nicht mehr benutzen, weil ich glaube, da wurde gebannt. Aber ich glaube, der geht noch, aber ich mag den Namen einfach nicht, um ehrlich zu sein. Aber ist jetzt auch egal, ne? Ich komme jetzt einfach direkt zum Thema. Da ich leider immer noch kein Ghost habe, aber kann ich zumindest noch ein paar Ghost-Infos raushauen. Wie Spezialist einfach funktionieren wird, hau ich jetzt das erste Mal raus. Und zwar, erstmal so. Ihr habt am Anfang für die Perks in jeder Klasse, egal ob Spezialist ist oder Assault oder Support, aber da kriegt ihr halt 8 Punkte, ja. Und halt jeder Perk kostet verschieden viel. Es gibt, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher. Es gibt, glaube ich, 7 verschiedene Kategorien. Ich glaube, jede Kategorie hat, glaube ich, 6 verschiedene Perks, glaube ich. Ich bin mir nicht immer noch nicht 100% sicher. 6 oder 5. Also es gibt auf jeden Fall einen Haufen Perks. Davon echt viele neue. Und halt jeder Perks hat anderes Gewicht. Es gibt Perks, die kosten nur 1 Punkt, Perks, die kosten 2 Punkte, gibt Perks, die kosten 3 Punkte und manche auch 4 oder 5. Also die 4 oder 5 kosten es halt richtig, richtig stark. Ist, denke ich mal, offensichtlich. Und was ihr mit der Spezialist machen könnt, ist. Sagen mal, ihr wählt als ersten Perk für neue Spezialisten-Perks, wählt ihr irgendwie mal, sagen wir, Quickdraw, okay? Quickdraw, schnell ziehen, richtig guten Ghost, wo ich gehört habe bis jetzt, man stirbt sehr schnell, das weiß, denke ich mal, jeder. Der kostet 3 Punkte. Also wenn ihr jetzt den holen wollt, den kriegen wollt, den euren ersten Perk, also Quickdraw, müsst ihr nicht 3 Kills machen, sondern 4 Kills. Also es ist immer die Anzahl für der benötigten Punkte plus noch ein Kill extra, so viele Kills braucht ihr für den Perk halt. Und sagen wir mal, ihr zockt als nächstes irgendwie, welcher Perk ist gut? Sagen wir mal, Extrembedingungen. Ich glaube, das sind 2 Punkte. Sagen wir mal, ihr zockt als zweiten Perk Extrembedingungen dann, also nach den 4 Kills braucht ihr dann nochmal 3 Kills für Extrembedingungen. Weil es sind ja 2 Punkte braucht für den Perk, und dann bekommt ihr noch der eine extra Kill hinzu. Versteht ihr? Dann mit 7 Kills habt ihr schon den zweiten Perk. Und sagen wir mal, ihr nehmt irgendeinen Billigen-Perk. Ich glaube, mehr Munition am Anfang kostet 1 Punkt. Also nicht plündern, sondern einfach nur mehr Munition am Anfang. Da kostet 1 Punkt der Perk. Dann braucht ihr 2 Kills. Sprich, nach 9 Punkten habt ihr dann den dritten und letzten Perk und dann, nicht den letzten Perk, sondern den dritten Perk und dann, ich glaube, ihr müsst dann, glaube ich, noch 1 Kill mehr machen, glaube ich. Und dann habt ihr Spezialistenbonus, soweit ich weiß. Aber ich habe nicht alle Perks, und Spezialist wird halt extrem verschlechtert in Ghost. Weil, ich glaube, in Fishport dachte irgendwer, es wäre Overpowered oder so in ihren Augen, deswegen haben sie es extrem verschlechtert. Und mit dem Spezialistenbonus könnt ihr, ich glaube, 11 Punkte, habt ihr halt 11 Punkte, könnt ihr halt verteilen. Sprich, ihr könnt irgendwie, keine Ahnung, ihr könnt, sagen wir mal, voll viele billige Perks, die jeweils nur eins kosten, aber sind wirklich, wirklich bad, wie ich gehört habe. Aber fast alle, die nur 1 Punkt kosten. Oder ihr könnt halt Dingens kaufen. Irgendwie, sagen wir mal, ja, drei Perks, die irgendwie 3 Punkte jeweils kosten, und da halt noch irgendwie ein für zwei. Also ich weiß nicht ganz genau, ob es 11 Punkte sind oder 10 Punkte, die im Spezialisten muss, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe das vergessen. Also es ist irgendwie sowas. Jedenfalls nicht mehr als irgendwie 12 oder so. Irgendwas zwischen 9 und 12, sagen wir mal. Ich kenne nicht ganz genau die Zahlen, aber es ist jedenfalls so ein bisschen komplizierter als ein MW3, wisst ihr.
Ich finde es auch echt gut gemacht, aber ja, ihr müsst halt echt wissen, was ihr benutzt. Es gibt so viele Perks, so viele Kombinationen, so viele neue Perks wie noch nie zuvor. Man weiß gar nicht, was man benutzen soll. Und das kann man noch sagen. Ja, durch Götter sind eigentlich alle Maps total groß, also das habe ich schon letztes Mal gesagt. Und irgendwie fast alle Maps scheiße. Aber ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, das wird extra für Groundswell gemacht, hat sich Leute in die nächste Konsolengeneration holen, wie Xbox One oder PlayStation 4 halt. Natürlich ein kluger Schachzug, aber ja, das war's ziemlich mit dem Commentary heute, mit dem Video. Ein letztes Video bevor Ghost. Und nochmal ein wirklich ein fettes Dankeschön an, ja, an einfach dieses letzte Jahr. Ich, ganz genau vor einem Jahr hatte ich 2900 Abonnenten, jetzt habe ich 23.800. Über 800. Also auf jeden Fall danke für jeden einzelnen, selbst an die Hater, die meine Videos disliken, obwohl es nicht wirklich davon viele gibt. Aber danke an jeden, der zuguckt. Ich muss das Kommentar hier echt schnell machen. Ich muss da echt hinklatschen, deswegen sorry, wenn ich wieder mal undeutlich rede. Und ich bin noch echt angepisst, wenn ich heute nicht Ghost kriege, weil ich habe echt keinen Bock heute, kein Gameplay zu erspielen, dann morgen nichts hochzuladen, weil ich brauche halt irgendwas heute, dass ich alles morgen direkt was hochladen kann. Und mein Upload und so ist nicht wirklich gut, deswegen. Na egal, wie auch immer. Das war's nicht heute im heutigen Video. Morgen geht's dann los mit Ghost oder spätestens Mittwoch. Wenn ich gefickt bin, habe ich morgen vielleicht kein Ghost-Video ab, aber Mittwoch dann halt jeden Fall was. Und ich hoffe, ich habe dann direkt mal ein paar Chem-Strikes am Start. Wahrscheinlich die besten dann von Deutschland überhaupt, weil Deutschland hat nicht so eine Konkurrenz wie Amerika oder sowas. Und ja, wer kommt hier nicht vergessen, haut rein.